Hallihallöchen, herzlich willkommen zurück in Skyrim. Wir warten noch so ein bisschen darauf, dass die Ausgrabungsstätte ein bisschen weitergeht. In der Zwischenzeit haben wir eine andere Mission angenommen. Geschwisterli heißt sie, glaube ich. Yep. Wir suchen nach dem Bruder von dem Die einen. anderen nennen euch Freund. Das Doch Problem ich ist, es sehe gibt noch keinen keinen. Questmarker, das heißt, es ist eine Zufallsbegegnung. Wir könnten ihn überall finden. Yay. Das heißt, ich laufe jetzt einfach mal hier ein bisschen rum und gucke mal. Vielleicht entdecken wir auch ein paar Orte, wie da hinten. Da ist eine Hülle, die wir noch nicht entdeckt haben. I wish I could have seen Solstein before the Red Year. Now half of its beauty is buried beneath the ash. Oh Gott, jetzt. You are making me tired just watching you. Fossil entdeckt. Oh, makelloser Saphir. Nicht schlecht. Die erschrecken mich jedes Mal, wenn sie da einfach aus den Fesseln rausspringen. Noch ein Anhänger, sehr gut. Learn from this.
Kopfball vorbeigeschossen. Die beten da was an? Die beten einen Karren an? Warum nicht? Darf ich mitmachen? Tut mir leid, dass ich die Zeremonie unterbrechen muss. Sogar ein Pferd aus Eis. Cool. Der hat einen guten Schatz versteckt. Ja, jetzt Pass übersehen. Nee, habe ich nicht. Stimmt, da war nur der Jagdbogen. Oh. Mann, Mann. Also hier geht zu dem anbetungswürdigen Karren. War hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. Noch mehr Gold. Dann können wir ja wieder schmieden gehen. Ein paar neue Schmuckstücke. Da war ich schon. Da hinten ist auch ein Wuchs.
Hier leuchtet auch was. Sogar drei. Kein Wunder, dass es so hell war. Achso, ist ein Plünderer. Drache. Das sah schon ein bisschen gruselig aus. So, stell dir mal vor, ihr geht tauchen, dann seht ihr so ein riesiges Drachenskelett. Noch mehr in den Boots. Ein ganz wieder Hawker. Sonst scheint es hier aber nichts zu geben. Gehe ich noch einmal zu einer anderen Insel dort. Dann kann man, glaube ich, wieder zurück nach Warnfels und ein paar Sachen schmieden und ein paar Sachen verkaufen. Da hinten sehe ich es auch wieder leuchten. Ist ja das reinste Nirnwurst-Paradies hier. Wirklich ein Nirnwurst-Paradies. Riesig sind die Dinger hier. Gedeihen die im Schneegen-Wetter besser? Schneegen-Wetter.
Gibt's hier noch was? Nö. Okay. Dann gehen wir zurück. Bote, hallo. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein weiterer Brief von Rales. Er macht mir langsam etwas Angst. Nur langsam? Das war's dann wohl. Ich muss los. Nachdem die Aschenbrot erledigt. Ah, was schreibt er denn diesmal? Dritter. Ich hoffe, ihr seid nicht verärgert, aber es könnte sein, dass ich weitere Ressourcen benötige. Kommt vorbei, wenn ihr die Zeit findet. Der ist sogar recht human geschrieben. Nicht von wegen so, schon wieder Trauge unterwegs. Wahrscheinlich sind wieder welche unterwegs. So, mein Freundchen. Ihr glaubt, dass ihr es schafft. Ihr wart ein guter Freund. Werft einen Blick darauf. Bringt mir... und Rüstung. Ich repariere sie euch. Ihr seid auf dem richtigen Weg, seit ihr die Minen wieder geöffnet habt. Einen nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen, Mogul. Wir kommen momentan kaum über die Runden. Das ist nicht mein Problem. Ich habe Garin klar und deutlich gesagt, dass ich das Geld bei der ersten Ernte zurückhaben will. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich arbeite für Mogul. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Ich weiß nicht, was für ein Spielchen hier. Glover. Euch nicht. Verständlich, angesichts unserer Differenzen. Darum geht es doch nicht. Aber ich habe eine feine Nase für. Und ihr stinkt geradezu danach. Ich verspreche euch, ich hege gegenüber Bewohnern dieser Stadt nur besten Absichten. Glover Mallory heiße ich. Wenn ihr einen Schmied sucht, habt ihr einen der Besten gefunden. Entweder euch gefällt der Funkenregen, Stahl, die besten Waffen und Rüstungen. Na, was verkaufe ich dir denn jetzt? Nordbogen, Starimschwert... Kann ich alle verzaubern. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Ich weiß nicht, wer euch... dann seid ihr also ein Alchemist? Denkt daran, ich habe reichlich... So, dann gehen wir mal wieder zum Grab, wenn er uns sehen möchte. Ja. Es leben noch ein paar Arbeiter. Hi. Oh, ich hatte gehofft, ich würde euch nicht ganz so bald wiedersehen. Es sieht so aus, als hätten diesmal wenigstens ein paar Bergleute überlebt. Tja, nun, die Söldner haben ihre Arbeit getan. Waren jeden Septim wert. Natürlich sind manche da vielleicht anderer Meinung. Die Toten zum Beispiel. Bei den Göttern. Was für ein Debakel. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber Übung macht schließlich den Meister. Ihr geht und erledigt erneut die Trauger. Und ich halte den Rest dieser Enva davon ab, davon zu laufen. Okay, also schon wieder Sorge. Ein paar sind gestorben, aber wenigstens haben ein paar überlebt. It's my pleasure, Inigo. 21, 22, 20, 19. Wie viele hat er?
Das Tagebuch von Rala Sedaris. Ich ziehe weiter nach Solzheim, wo ich einigen Gerüchten über dieses Kolpern-Hügelgrab nachgehen will. Mein Auftraggeber scheint sich sicher zu sein, dass wir die Relikte von Azidar hier draußen finden werden. Ich bin mir da zwar nicht so sicher, aber solange er gut zahlt, suche ich, wo immer der alte Narr es will. Die ersten Erkundungen haben wenig gebracht, gelinde ausgedrückt. Zuerst dachte ich, hätte die Karte falsch herumgehalten, bis mir klar wurde, dass dort alles vollständig abgebrannt war. Ich werde so viel ausgraben, wie ich kann und vielleicht den ein oder anderen Einwohner aus der Gegend rekrutieren, um mich zu unterstützen. Ich habe zwar niemanden mehr gesehen, seit ich Rahmenfels verlassen habe, aber ich höre immer wieder Stimmen und Flüstern um mich herum. Ich muss herausfinden, von wem das kommt. Diese Ausgrabung wird eine der schwierigen, so viel kann ich jetzt schon sagen. Ich habe mir in Rahmenfels ein paar Helfer geholt, die alle behaupten, erfahrene Minenarbeiter zu sein. Aber sie sind es bestimmt nicht gewohnt, beim Graben auf Probleme zu stoßen. An Orten wie diesen weiß niemand, was vor langer Zeit dort vergraben wurde. Man muss auf alles vorbereitet sein. Leider gab es ein paar Verluste, als sich herausstellte, dass die schlafenden Toten nicht wirklich schliefen und auch gar nicht so tot waren wie gedacht. Die Operation liegt erstmal auf Eis, es sei denn, mein freundlicher Auftraggeber hat genug Geld für uns übrig, um Ersatz für die toten Arbeiter zu finden. Vielleicht sollte ich auch Geld von den Schaulustigen einsammeln, die sich hier Tag für Tag über mich lustig machen. Ich war dann 22. Meine unsichtbaren Freunde haben nicht nachgelassen und kommen immer näher. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass sie sich versteckten. Aber ich glaube, sie tun das, weil sie Angst haben. Man muss schon ziemlich feige sein, seine ganze Zeit mit nichts anderem zu verbringen, als einen Mann und seine Arbeit zu verhöhnen. Wer glaubt, sie hätten wenigstens den Anstand, mich in Ruhe schlafen zu lassen, den muss ich enttäuschen. Nicht einmal in der Nacht geben sie Ruhe. Was die Ausgrabung angeht, so kommen wir wenigstens wegen des Widerstands im Hügelgrab im Augenblick nicht voran. Ich hatte gehofft, die abgehärteten Bewohner dieser Insel wären in der Lage, mit ein paar klappernden Knochen fertig zu werden, aber da habe ich sie wohl überschätzt. Dieser Fehler wird mir nicht noch einmal passieren. Wenn mein unsichtbarer Freund nicht wäre, dann wäre ich bestimmt schon längst über alle Berge. Ich wünsche, ich hätte früher gemerkt, dass es nicht mehrere Urheber waren, sondern ein Einzelner, der sich in einen Fehlzeit verbirgt. Durch ihn habe ich das Hügelgrab endlich richtig verstanden. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als ihn zu treffen. Ich kenne das Grab jetzt in- und auswendig, jeden einzelnen Stein, als hätte ich es eigenhändig errichtet. Ich habe den Arbeitern erklärt, wie man auf die Kacheln treten muss, aber... Nein, ich wollte es nicht nehmen, ich wollte zu Ende lesen. Ah. Wo ist es denn jetzt? Da. Aber sie sind zu ängstlich oder zu ungeschickt, um schnell genug hinzubekommen. Aber das ist kein Problem, nichts, was der Meister nicht lösen kann. Schon bald werden wir einander von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Ah, das ist jetzt ein Quest-Objekt. Nun? Du scheinst mir ein bisschen wahnsinnig zu sein. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Wenn sie die Draugere nicht aufhalten konnten, wer dann? So, dann gehen wir da mal rein. So, hier war es ja immer ein bisschen dunkel drin. Was, der Totenschädel, den man gemeint hat, den ich übersehen habe? Sieht wirklich cool aus. Nehm ich. Das war einer der Söldner. Ja.
sind beide runtergefallen oder was? I. Ganz großes I. Ich habe mit Raugen und nicht mit Spinnen gerechnet. Bringt nicht so viel ein. Ach man. Lucien. Ah, ich war nicht in die Gruppe. Ich meine, in einem seiner Tagebücher stand es ja drin, dass man hier so bestimmt lang gehen soll. Aber ich habe keine Ahnung. Do you know where you are going, my friend?
ich das nochmal hin? Nee, da komme ich allein nicht drauf. Nun? Alle Drauger sind tot. Gut. Wenigstens auf euch kann ich mich verlassen. Ich glaube, wir sind fast am Boden des Hügelgrabs angelangt. Doch ich werde alles tun, was ich kann, um weitere Bergleute zu finden. Wir haben uns einen guten Namen gemacht. Aber mit genügend Gold kann ich es schaffen. Gerade so. Wie viel? 5.000. Ihr wollt 5.000 Septime. Ich weiß, dafür könntet ihr schon fast ein Haus bekommen. Aber wie ich schon sagte, wir sind hier draußen ziemlich berüchtigt. Und Gold ist das einzige Gegenmittel gegen einen schlechten Ruf. Habt ihr das Gold? Das habe ich in der Tat. Gut, gut. Diesmal zahle ich für ein paar erfahrenere Haudegen. Damit dürfte es klappen. Hört mal, das kann dauern. Graben braucht seine Zeit. Kommt später wieder. Dann gibt es hier mehr zu sehen. Ah, excuse me. Okidoki. Dann machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes. Wir sehen uns. Tschüssen. Begabt.